unseren Gegner wird sein der Sekutor, Memnon, einer unserer Veteranen. Und es gibt die beiden mit Aro-Rufen, sucht euch den Favoriten aus. Hier der Memnon mit dem großen Schild als Sekutor, da drüben der Felicianus als Retiarier. Ich gebe mal so ein Startwort, dass der Kampf beginnt. Gladiatores Pugnate! Die Taube, aber da darf man sich nicht irritieren lassen. Ja, der Kolumbus, er macht das auch schon ziemlich lange, also er weiß, wovon er redet. Er sagt jetzt gerade seinem Jünger und Gladiator, ich mach es kalt. Ich glaube, der Palamonius hat keinen Möchten nicht mehr weiterkämpfen. Habe ich hier ein namenvolles Publikum und höre ein lautes Vita für den Palamonius? Was sagt das Publikum? Vita auf Worte für den jungen Talamonius. Vita! Ein ganz lautes Vita. Vita! 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 Date! Prima! Pugnate! Pugnate! Transiste! Gladio, calite! Gladio, springe! Und dort wurden sie von Ärzten geplagt und ins Lazarett transportiert. Pugnate! Wie das vorsichtig mitten in einer extremen Situation wie einer Schlacht kann man heute nur noch gut machen. Prima, prima! Auch das Training heute vorsichtig können alles an, auch wenn es nur und so weiter, alles schlecht. Napoleon war der erste Heerführer, der das römische System wieder ins Militär übernahm. Das ist bis heute so geblieben. Unser heutiges Bataillon kann man gleichsetzen wie die römische Legion. Unsere Kompanie ist nichts anderes wie eine Zenturie und der Zenturio nichts anderes wie unser heutiger Hauptmann. Ich bedanke mich für den Moment. Die Schweizer Legion kommt bestimmt wieder, wenn es regnet. Hey!
Ach, schau mal, guten Tag, herzlich willkommen an alle wetterfesten Zuschauer. Wir sind die Eporedos. Wir rekonstruieren antike Reitkunst und möchten Ihnen heute einige Dinge vorstellen, wie vermutlich vor 2000 Jahren geritten wurde. Ein Reiterkrieger, der sein Pferd nicht gut, wo die Kooperation nicht gut funktionieren würde, wäre ein leichtes Opfer für jeden Fußkämpfer. Da würde es sich eher empfehlen, zu Fuß zu kämpfen, als auf einem Pferd zu sitzen. Wenn mich ein Krieger einfach frontal angreifen würde und ich hätte ein Schwert als Fußkämpfer, würde ich direkt dem Pferd den Schädel einhauen. Daher kommt auch unsere heutige Reitkunst aus einer Notwendigkeit heraus der Seitwärtsbewegung. Ja, und das Pferd bewegt sich sowohl in der Rechts- als auch in der Linksbiegung für Angriffe bzw. um Distanz zu bekommen. Warum hat man denn den ganzen Aufwand betrieben, fragt man sich, mit der Reiterei? Zum Spazierenreiten reicht es ja, wenn das Pferd geradeaus und rechts und links geht und auch anhält. Und wenn man kämpfen will, wie Eva Ihnen das schon erklärt hat, muss das Pferd auch Seitengänge beherrschen. Womit haben die Leute gekämpft? Die Hauptwaffe des keltischen Reiters war die Lanze. Die wurde nicht gehandhabt, wie das die Ritter taten, so, dass die sogenannte eingelegte Lanze, hat jetzt nichts mit eingelegten Gurken zu tun, da bin ich sehr viel stabiler. Aber wenn ich meinen Gegner verfehlt habe und er ist in der Regel bewaffnet und wehrt sich, bin ich im Nachteil. Muss mein Pferd rückwärts richten, nochmal angreifen und so weiter. Die Kelten haben die Lanze so gehandhabt, also wie einen Speer. Die wurde gelegentlich auch geworfen. So, ich zeige jetzt Eva, mit der ist nicht zu spaßen. Sie wird jetzt offensiv und greift mich an. Wenn ich angreife, muss ich in der Traversale angreifen. So wie jetzt. Die Lanze konnte man auch werfen wie einen Speer. Das sah dann so aus. Wir zeigen mal eine Übung. Nennt sich Tolutägon. Wir machen das schön langsam. Erstens, damit wir uns gegenseitig nicht hauen oder aufspießen. Ich werde also heimtückisch von hinten angegriffen. Also Tolutägon. Ich werde von hinten angegriffen. Den Schild über den Kopf, wende die Lanze und in dem Moment müsste das Pferd drehen. Eine typische Übung war, ich greife im Galopp an, machen wir ja schön langsam und schütze mich mit dem Schild nach rechts oder sogar nach hinten und werfe meinen Speer nach hinten. Diese Übung heißt Petrinos. Ich würde sagen, unser Ross hat sich tapfer geschlagen im ganzen Schützen. Ein Applaus für Incognito. Das ist wieder. Genau, Gladiatores und jetzt alle auf einmal. Pugnate! Der letzte Kampf bei dieser Vorführung.
Also Kolumbus heißt übersetzt die Traube. Jetzt wisst ihr auch, warum das so wurde. Ja, wie ihr seht, hat der wohl Melohelmchen einiges abbekommen. Und schon wieder in den Rücken, meine Güte, massakriert euch ja gegenseitig. Und wenn er das jetzt quasi gegen ein Lasso tauscht und den Dreizack gegen einen Speer, dann nennt sich das Ganze Lacuarius. Ist also eine Untergruppe des Retiarier. Hat, wie man sehen kann, auch noch einen kleinen Buch hier, einen Dolch. Sollte der Speer zerbrechen. Und sein Gegner ist wieder der Memnon. Gladiatores, zu Gnatte! Der Memnon macht das noch einmal. Memnon auch schon mit dem Retiarier so erfolgreich gekämpft hat und dementsprechend natürlich sämtliches Glück und Glück gekämpft. Das heißt, die Leute, die Oh. Ja, der Memnon muss schon mal versorgen. Das ist die südkoreanische Kopfnuss. Das macht der Victor Riedus gerne. Romina Romanus hat schon... Romanus gibt auf! So, liebes Publikum, wenn sich jemand so tapfer geschlagen hat wie der Romanus, was kann ich denn davon euch hören? Das fängt mich klar an. Mit mir, ne? Ich sag's schon. Also jetzt mal im Ernst. So, alle, genau, alle. Das war laut genug, Victorinus hat's gehört.